Hallo ihr Lieben, ich bin gerade im Garten angekommen und ja, was ist heute dran? Die Pack-es-an-Challenge. Habe ich ja über ein anderes Video schon angekündigt, ich bin jetzt nun nicht der Challenge-Typ, aber nichtsdestotrotz schließe ich mich dann dem mal doch an. Und ich habe noch was es anzupacken gibt. Und zwar habe ich noch Zuckermais bei mir, 5 Pflanzen, auch aus Tönning mitbekommen. Und die warten die ganze Zeit, ein Plätzchen zu kriegen und genau das packe ich heute an. Um den hier geht's. Davon habe ich 5 Pflänzchen und ich werde mir erstmal ausgucken, wo ich die dann hinhaben möchte. Ich habe mich noch nicht so ganz entschieden, mache mir schon länger Gedanken, aber heute ist was dran, sich dann zu entscheiden. Wie ihr sehen könnt, ich habe mich für die Stelle entschieden und lege direkt los. Mal gucken, was noch an Erde da ist. Ansonsten geht es weiter ins Buddeln und Sieben und dann sehe ich zu, dass die Maispflanzen da reinkommen. Auf geht's! Übrigens nominiert wurde ich von Tine, der kleine Nutzgarten. Werde ich euch mal verlinken. Vielen Dank. Nun packe ich was an, der Mais ist dran. Gefühlt würde ich noch sagen, 2 Schubkarren und dann sollte ja schon reichen, um die Pflanzen reinzukriegen. So, wie ihr sehen könnt, hat jetzt doch noch nur eine Schubkarre gereicht für den Rest. Was fehlt? Die Pflanzen, was fehlt? Mulchen. Das mache ich jetzt im Anschluss und ihr seht das an meinem Gesicht. Ich werde schon ganz freudig. Ging schneller als gedacht. Also gute Sache. Vielen Dank, Tine. Und ja, ich mache einfach weiter. So, das Material zum Mulchen ist mir jetzt ausgegangen. Ich muss schon ein bisschen strecken und ziehen. Deswegen werde ich dann nochmal nacharbeiten, was die Seiten angeht. Aber das kommt dann auch noch. Das seht ihr wahrscheinlich dann im Gartenrundgang im nächsten. Das ist das Ergebnis der Pack-es-an-Challenge. Ich bin zufrieden. Ich muss noch nachmulchen. Da fehlt ein bisschen was. Ich hatte nicht mehr genug Material. Das andere ist eher kompostierbar. Und ja, ich bedanke mich bei Max für die Grund-Challenge. Auch wenn der Challenge natürlich nicht meins war, freue ich mich jetzt natürlich, dieses Beet hier stehen zu haben und den Mais endlich eingepflanzt zu haben. Tine, vielen Dank fürs Nominieren. Und ja, ich hoffe, die Folge hat euch allen Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaltet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Lars. You